Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Im Sommer will man ja meistens weg, ab in den Urlaub, an den Strand, einfach raus aus den eigenen vier Wänden und was anderes sehen. Mein Mann und ich haben ja vor ein paar Monaten die USA-Reise gemacht und sind sehr oft in Airbnb-Häusern untergekommen. Wer das kennt, schreibt mal unten in die Kommentare. Das heißt, Familien, die ein Haus haben und ein Zimmer zu viel haben, vermieten es. Man bekommt meistens eine Nummer per Nachricht und kann somit die Tür öffnen. Das Witzige, manche Airbnb-Vermieter haben wir gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja. Okay, zur Geschichte. Unser bestes Airbnb war ein topmodernes Zimmer mit Außenpool und Außentheke mit Grill und so weiter. Nur in der Nacht war es immer so kalt im Raum, weil alle paar Minuten die Klimaanlage angegangen ist und wir konnten das nicht steuern, das konnte nur die Vermieterin steuern. So habe ich mir dadurch eine Sommergrippe, eine Erkältung geholt. Aber nur leichte Anzeichen, dass mein Körper eigentlich sehr stark ist. Eine der häufigsten Ursachen für die Sommergrippe sind eben Klimaanlagen. Das liegt aber jetzt nicht an der Kälte, die von dieser Anlage erzeugt wird, sondern es ist die trockene Luft aus den Klimaanlagen. Und die trocknet die Schleimhäute aus. Und das verringert die Schutzfunktion der Schleimhäute und die Viren können in den Körper eindringen. Sonnenbäder und Unterkühlung belasten nochmal zusätzlich das Immunsystem. Was kann man tun, um sich vor einer Sommergrippe zu schützen? Erstens, ein feuchtes Tuch ins Zimmer hängen und somit wird die Luftfeuchtigkeit erhöht und Schleimhäute trocknen nicht aus. Zweitens, viel Wasser trinken, um die Schleimhäute feucht zu halten. Drittens, Immunsystem stärken durch Vitamin C. Zum Beispiel, indem man jeden Morgen Zitronenwasser oder Ingwerwasser trinkt. Oder sehr viel Obst isst, das hilft auch, auf den Vitamin-C-Gehalt am Tag zu kommen, auf die Vitamin-C-Dosis. Eine andere Möglichkeit ist, Vitamin-C in Form von Acerola-Pulver einzunehmen. Acerola ist nämlich die Vitamin-C-reichste Frucht. Und viertens Chlorella. Chlorella wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Ja? Es stimuliert die Bildung roter Blutkörperchen und trägt zur Blutreinigung bei. Es erhöht den Sauerstoffanteil im Blut und verbessert die Zellatmung. Es aktiviert den Stoffwechsel. Es schützt die Zellwände vor enzymatischer Zerstörung eindringender Bakterien. Es normalisiert die Absonderung der Verdauungssäfte. Es unterstützt sämtliche Heilungsprozesse. Es wirkt harmonisierend und fördert die innere Gelassenheit. Also Chlorella ist auf jeden Fall ein super Mittel, um das Immunsystem auch zu stärken und einfach fit auch durch den Sommer zu kommen. Früher wusste ich das gar nicht, dass es auch noch eine Sommergrippe gibt und das kannte ich halt nur dadurch, dass halt, weil ich habe ja früher beim Kinderarzt gearbeitet, da kamen sehr viele ja, mit diesen Beschwerden und der Doktor diagnostizierte dann immer die Sommergrippe, also ganz oft. So, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr bei Erkältung oder Sommergrippe gemacht habt oder ob ihr die überhaupt schon mal hattet, was euch geholfen hat. Ich verlinke das Chlorella und Vitamin C in der Infobox. Bleibt auf jeden Fall gesund, ja. Danke fürs Zuschauen, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich sehr über ein Like freuen. Und wenn du immer auf den Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere doch bitte den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao.